Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Jetzt ist es gleich soweit. Wir fahren in den Urlaub. Ich freue mich so sehr. Also in den Kurztrip nach Frankfurt zu meiner Family. Wir sind in der Aufbruchstimmung, denn in einer halben Stunde geht's los. Koffer, Taschen, alles ist gepackt. Ich hoffe, es geht alles gut. Aber ja, wir sind positiv. Die Kinder sind auf jeden Fall schon richtig aufgeregt. Ich allerdings auch. Ich bin schon seit 5 Uhr wach. Mach mir schon die ganze Zeit Gedanken. Hast du das? Hast du das? Hast du das? Essen, Trinken noch vorbereitet. Ach, siehst du? Eine Flasche Wasser muss ich mir noch mitnehmen. Und die Kamera, die GoPro, die lädt da jetzt noch. Die darf ich auch nicht vergessen. Und dann kann es losgehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. So, hier seht ihr mal, was wir alles mitschleppen müssen. Oder was wir mitschleppen. Und zwar einmal diesen Riesenkoffer. Dann ist das mein Rucksack. Hier liegt Lennox Jacke noch. Maddys Jacke. Lennox Rucksack. Dann die kleine Tasche hier noch. Marlons Tasche, Jacke und alles. Mütze. Und Maddys Tasche. Ja. Und dann kann es gleich losgehen. Ja. Freust du dich? Ja. Ja. Was machen wir gleich? Zugfahren. Zugfahren mit? Mit Oma Gini. Mit Oma Gini. Tschüss! Genau. So, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Und probieren wir, dass wir alles tragen können. Komm her. Komm, Dolly. Jeder muss sein Päckchen hier selber schleppen. Ach so, Lisa, wenn das so ist, hier, bitteschön. Ja, den muss ich selber nehmen. Ja. Eigentlich kannst du mitkommen, Nima, und wenigstens die Koffer nehmen. Ja, das. Bis dahin komme ich hin. Kannst du mir die Hand geben, Maddy? 9 Euro Tickets gibt es nicht mehr. So, Oma Gini ist jetzt auch da. Guten Morgen. Mein Bruder ist auch gekommen. Der sagt uns nämlich jetzt, wo wir Namaste. Genau einsteigen müssen. Genau. Und jetzt geht's los, Jungs. Freut ihr euch? Ja. Ja. Ja, du auch? Ja. Du nimmst den. So, Kinder, freut ihr euch? Komm mal her. Hier, guck mal. Zugi. Ja. Guck mal. Ja. Guck mal. Tuff, tuff. Oh, das ist ja gut, ne? Das war perfekt gehalten. Siehst du? Marlon hat die Stelle hier runter. Komm. Oder viel Spaß. Ja. So, Gussi. Hier. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Gastro, ja. Tschüss. So, wo müsst ihr die hin haben? Unten? Nein, niemand. Nicht, dass du hier mit drauf. Wieso, Mann, dafür kann ich aussteigen noch. Ja, ja. Oh Gott. So, Marlon hat seinen Platz. Ja. Wir wollen noch mal winken hier. Ja. Oh! Egal. Oh, jetzt geht's los. Tschüss! Das geht's auch. Das ist ja super. Ah, sehr gut. Cool. Weißt du, was noch fehlt bei der Kamera? Ja. Hier, die Schuhe. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm
my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. So, wir sind jetzt angekommen, beziehungsweise gleich. Und mal gespannt, wie wir das hier alles rauskriegen wollen. Wir sind angekommen! Es hat alles geklappt. Ich werde gleich von meinem Onkel abgeholt.
wir sind angekommen bei Oma TikTok. Und wir haben ja schon unsere Zimmer bezogen. Maddie spielt hier schon. Hier schlafe ich. Der Maddie schläft mit mir hier. Richtig cool. Also siehst du, wir haben ein paar Bilder Oma mitgebracht. Die müssen wir Oma gleich geben. Und dann zeige ich euch mal, wo der Lennox schläft. Ich mache einen Kuchen. Zeig mir, wo du schläfst. Auch ein riesengroßes Bett für dich alleine. Und das habe ich auch noch. Das ist auch schon super alt. Das Schaukelpferdchen. Da saßt du auch schon als ganz kleiner Junge drauf. Und hier schläft der Marlon. Cool, oder? Ja, wir haben uns jetzt hier schon mal ein bisschen ausgebreitet in unseren Koffer. Und jetzt kann Betty sich auch ein bisschen bewegen. So, jetzt gucken wir, wo die Oma ist. Die ist nämlich schon ganz fleißig in der Küche und zaubert für uns Essen. Sie, oh. Hier sind endlich, wir bei der Oma TikTok. Endlich seid ihr da. Meine Jungs habe ich wieder. Wie schön. Ja. Hier hat die Oma schon einen Tisch gedeckt. Hier eine riesen Tafel für uns extra. Guck mal hier. Ja. Mein Lieblingssalat. Oh. Das ist meiner. Jetzt geht's zum Tag. Meiner. Richtig lecker, da freue ich mich schon drauf. Kannst losgehen. Hast du Hunger, Mama? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch langsam Hunger. Obwohl wir die ganze Zugfahrt gegessen haben. Das wird aber mir noch kein verraten. Genau, das habt ihr ja nicht gesehen. So, hier hat die Oma lecker Essen gezaubert. Salat mit Nudeln und boah, Königsberger Klopse. Nee, das ist irgendwie keine Königsberger, aber die werden vorher gebraten. Aha, okay. Ein Klößchen und dann wird ein Süßchen gemacht, ein Sahnesüßchen. Aha. Keine Kapern drin. Das ist gut, die mag ich nicht. Na gut, dann werden wir erstmal speisen. Der Maddie ist schon in seinem Bettchen hier am Testen. Wir haben jetzt super lecker gegessen. Boah, ich bin richtig voll, aber es war so lecker. Und wir rufen jetzt einmal den Papa an und sagen, dass wir gut angekommen sind und einmal gute Nacht. Ich vermisse ihn schon. Und ja, dann geht der kleine Mann auch so in der nächsten halben Stunde schlafen, denke ich mal. Wir haben jetzt 6:30. Jetzt kommt noch meine Tante, mein Onkel und wir sitzen schön zusammen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Hier ist ein Feuerzeug, ne? Oh, guck mal, wie schön kuschelig der Mädi schläft. Da, du hast ein richtig tolles Bett. Toll! Jetzt nehme ich doch noch mal ganz kurz auf. Die beiden haben sich sehr gemütlich gemacht. Die kleine Mädi und Noxi und gucken jetzt ein bisschen Fernsehen. Marlon ist mit uns am Sitzen. Wir genießen jetzt ein bisschen Familienzeit.